Kommen wir nun zu den Syntaxdiagrammen. Syntaxdiagramme sind eine Technik zur grafischen Darstellung, ist also eine grafische Notation kontextfreier Grammatiken. Kontextfreie Grammatiken, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, was das genau ist. Das ist ein Hilfsmittel, um halt die Syntax von Programmiersprachen zu definieren. Obwohl Programmiersprachen im Allgemeinen nicht kontextfrei, sondern sich kontextsensitiv sind, das heißt, bestimmte Bedingungen kann man über Syntaxdiagramme nun gar nicht darstellen. Da nutzt man im Allgemeinen einfach verbale Ergänzungen. Kümmern wir uns dabei nicht weiter drum. Die Elemente von Syntaxdiagrammen sind Knoten und Kanten. Knoten, davon gibt es zwei Typen, nämlich sogenannte Ellipsen und Rechtecke. Ellipsen kennzeichnen Token oder auch Terminale genannt einer Programmiersprache, Rechtecke nicht Terminale. Das sind in dem Sinne nur Abkürzungen. So kann man sich das vorstellen. Und Kanten verbinden nun die Knoten. Das sind Pfeile, die von einem Knoten zu einem anderen führen. Und es gibt immer genau einen eintretenden Pfeil, die Eintrittskante, und einen austretenden Pfeil in jedem Syntaxdiagramm. Und die Interpretation eines Syntaxdiagramms ist die, durchläuft man ein Syntaxdiagramm von der Eingangs- zur Ausgangskante entlang den Pfeilen, dann ist die Folge der Knoteninhalte, der Ellipsenknoteninhalte, die dabei aufgesammelt werden, aus dem Syntaxdiagramm ableitbar.